Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor über einem Jahr, am 24. September 2015, haben wir über den Grünen-Antrag hier schon mal beraten. Jetzt ist es wieder soweit. In dem Antrag zitieren Sie aus dem Koalitionsvertrag, ich zitiere, Menschen, die einen nahen Angehörigen durch Verschulden eines Dritten verloren haben, räumen wir als Zeichen der Anerkennung ihres seelischen Leids einen eigenständigen Schmerzensgeldanspruch ein, der sich in das System des Schadenersatzrechts einfügt. Dazu darf ich erneut feststellen, ich begrüße, wenn die Opposition sich mit unserem Koalitionsvertrag auseinandersetzt und wenn sie den auch inhaltlich dann noch unterstützt, umso schöner. Das Abschreiben aus dem Koalitionsvertrag ist möglicherweise keine intellektuelle Höchstleistung, möglicherweise für unser Land aber immer noch besser als die Verwirklichung eigener Ideen. Normalerweise werden aus guten Gründen Ihre Anträge stets von der Koalition zurückgewiesen. Das werden wir auch dieses Mal tun müssen, dieses Mal mit etwas schwererem Herzen. Aber wir glauben inhaltlich, dass die Ergänzung des Opferentschädigungsgesetzes tatsächlich zu weitgehend ist. Allerdings haben Sie recht, dass es nicht angehen kann, dass wir nach 3 Jahren immer noch nicht hier im Plenum die erste Lesung haben. Und der Grund dafür ist relativ einfach. Bundesminister Heiko Maas hat tatsächlich erst am letzten Donnerstag einen ersten Referentenentwurf uns übermittelt. Und ich könnte jetzt auf eine Vielzahl von Briefen, Gesprächen mit dem BMJV verweisen, in denen ich und andere versucht haben, das Ministerium ein Stück weit zur Eile zu treiben. Es hat leider alles immer wenig genutzt. Und wahrscheinlich hätte ich mich auch heute hier hingestellt und hätte irgendwas Freundliches über das Ministerium gesagt, etwas Entschuldigendes oder Relativierendes, wenn die SPD-Bundestagsfraktion nicht am letzten Samstag eine Pressemitteilung gemacht hat, aus der ich kurz zitieren darf. Die Koalitionsfraktionen haben sich in den vergangenen Tagen endlich auf eine gesetzliche Regelung zum Hinterbliebenengeld geeinigt. Damit kann der Bundestag noch in dieser Legislaturperiode eine Rechtsgrundlage beschließen, mit der das seelische Leid Hinterbliebener durch den Verlust nahestehender Menschen ausgeglichen werden kann. In Absatz 4 heißt es, Hinterbliebene dürfen nicht mit geringen Summen abgespeist werden. Wir hätten deshalb gerne in der Gesetzesbegründung einen Korridor von 30.000 bis 60.000 Euro benannt. Dieses wollte die Union nicht. Immerhin wird nun aber auf unseren Vorschlag in der Gesetzesbegründung als Orientierung auf Urteile verwiesen, in denen bis zu 25.000 Euro zugesprochen werden. Meine Damen und Herren, dazu gestatten Sie mir 2 Bemerkungen. Bemerkung 1. Zum einen erwecken Sie hier den Eindruck, dass die Koalitionsfraktionen monatelang über diesen Gesetzesentwurf oder diese Eckpunkte gestritten hätten. Das ist erkennbar nicht der Fall. Wir hatten 2 Themen, die uns beschäftigt haben, nämlich der Kreis der Anspruchsberechtigten zum einen und zum anderen die Anspruchshöhe. Beides haben wir in einem 30-minütigen Gespräch in Form eines Kompromisses beigelegt. Deswegen nochmal, für die Verzögerung ursächlich ist die Priorisierung im Hause Maas. Dort wird als allererstes das im Koalitionsvertrag abgearbeitet, was die SPD reinverhandelt hat. Dann wird sich um die Dinge gekümmert, die im Zweifelsfall gar nicht, Frau Künast, hören Sie doch kurz zu. Dann werden sich um die Sachen gekümmert, die im Zweifelsfall gar nicht im Koalitionsvertrag drinsteht, wie der Reform des Mordparagrafen. Und dann erst kommen unsere Belange. Und da in diesem Fall das Gesetzesvorhaben auch noch von der CSU kommt, ist es natürlich ein besonderes Schmuddelkind. Meine Damen und Herren, zur zweiten Bemerkung. Die Sache mit der Anspruchshöhe. Das Ministerium war zwar unendlich langsam, aber wenigstens kann es lesen. Im Koalitionsvertrag steht, dass sich der Anspruch in das deutsche System des Schadenersatzrechts einfügen muss. Wenn der schlimmere Schockschaden mit ca. 15.000 Euro entschädigt wird, dann kann der hinterbliebenen Schmerz schwerlich 60.000 nach sich ziehen, Herr Fechner. Das trieft vor Populismus, jedenfalls meines Erachtens nach. Und das scheinen selbst die Grünen so zu sehen, denn im Antrag heißt es, die bislang üblicherweise angewählten Schmerzensgeldtabellen haben sich bewährt. Und wer das ändern will, der soll das auch offen so sagen. Der bekommt dann nämlich amerikanische Schadenersatzrechtsverhältnisse, die jedenfalls ich nicht will, weil sie auch für die Versichertengemeinschaft riesige Mehrkosten nach sich ziehen wird. Und deswegen, meine Damen und Herren von der SPD, glaube ich, es war vielleicht nicht die beste Idee, diese Pressemitteilung zu schreiben. Und wenn Sie doch eine Pressemitteilung schreiben möchten, dann rate ich Ihnen zum Schluss, 2 Dinge da reinzuschreiben. Punkt 1. Die SPD-Bundestagsfraktion bedauert, dass der zuständige Minister 3 Jahre lang gebraucht hat, um mal einen Referentenentwurf zusammenzuschreiben. Und Punkt 2. Die SPD-Bundestagsfraktion entschuldigt sich bei den Hunderten von Menschen in unserem Lande, die möglicherweise in den letzten 2 Jahren einen nahen Angehörigen verloren haben durch Verschulden und Tötung eines Dritten.
und es nicht geschafft haben, einen entsprechenden Gesetzesentwurf rechtzeitig vorzulegen. Und da möchte ich sagen, das ist ausschließlich ein SPD-Thema. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie zukünftig einfach dafür Sorge tragen, dass Ihre Pressemitteilungen auch tatsächlich der Realität entsprechen. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Katja Keul, Bündnis 90 Die Grünen.